Wenn wir sagen Globalisierung, dann meinen wir nichts anderes wie weltweite Arbeitsteilung. Und das Problem ist, dass wir die weltweite Arbeitsteilung bewältigen wollen mit einem System, was gerade noch in der Binnenwirtschaft austariert werden konnte. Ich weiß, das ist anstrengend. Sie würden lieber was hören über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich merke förmlich, wie ich Sie auf die Folter spanne. Und ich glaube, glauben Sie mir, ich bin kein Sadist. Ne? Aber es ist eine Voraussetzung. Man muss da durch diese Sache muss man durchstoßen, um das überhaupt erkennen zu können. Also, früher selbst, gehen Sie gerade mal mit, früher Selbstversorgung, jetzt Fremdversorgung. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass andere für mich leisten. Was machen wir mit unserem Steuersystem? Je mehr jemand für mich leistet, mir hoffe ich, dass möglichst viele hier für mich leisten, desto mehr wird er zur Steuer herangezogen. Das heißt, er erlebt Progression. Je mehr wir entnehmen aus dem gesellschaftlich erschaffenen Leistungsangebot, sozusagen aus dem Wertschöpfungsergebnis, desto mehr erleben wir interessanterweise Degression. Brauchen Sie nur in die Läden zu gehen, im Dutzend billiger. Oder auf Ihre Wasserrechnung gucken. Ne? Der erste Kubikmeter Wasser ist der teuerste. Und je mehr Wasser Sie verbrauchen, also je größer Ihr Schwimmbad im Garten wird, desto billiger wird der letzte Kubikmeter Wasser. Ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? Müsste doch der erste Kubikmeter Wasser der günstigste sein. Also beim Konsum, bei der Entgegennahme der Leistung meiner Mitmenschen, müsste ich eigentlich Progression erleben. Je mehr ich konsumiere, desto mehr muss ich die Steuer bezahlen. Je mehr ich beitrage, je mehr ich meine, mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, muss ich auch mal so richtig ins Visier nehmen hier, je mehr ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten beitrage in die Gemeinschaft, desto mehr müssten doch alle dafür sorgen, dass alle Ampeln auf grün sind. Ne? Weil wenn Sie für mich leisten, ne, da würde ich doch einen Teufel tun, Sie in irgendeiner Weise zu behindern. Ich würde Sie sogar anfeuern. Ne? Je mehr der für mich macht, desto besser geht es mir. Also in der Fremdversorgungswirtschaft leben wir von der Initiative unserer Mitmenschen. Je mehr Initiative in unserem Umfeld entfacht wird, desto besser geht es uns. Unser Wohlstand begründet sich aus der Initiative unserer Mitmenschen, nicht aus unserer Arbeit. Merken Sie, wie es rattert? Doch, das ist, da müssen Sie anfangen, je nachdem, mit was für Ideologien Sie sich befangen, erklären. Egal wo, das geht im ganzen Spektrum, müssen Sie da anfangen zu entrümpeln. Also das ist echt anstrengend. Und geht auch wieder nur durchs Denken. Also kommt es drauf an, dass wir unsere Sozialität so gestalten, dass Initiative weckende Rahmenbedingungen da sind und nicht Initiative hemmende Rahmenbedingungen. Und jetzt sind wir alle schon Unternehmer, Kraftgeburt. Also der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier besteht ja darin, dass wenn sie das Glück haben, als Tier geboren zu werden, dann ist schon klar, wie sie sterben werden. Ne? Als Giraffe geboren, als Giraffe gestorben. Und Sie können sich auch ein anderes Lieblingstier aussuchen. Mir fällt immer nur die Giraffe ein. Wenn Sie als Mensch geboren worden sind, und das sind wir nachweislich alle, dann wird sich erst noch herausstellen, als was für ein Mensch wir sterben. Das ist ja die große Frage. Ne? Keiner von Ihnen weiß, erstens, wann er stirbt und inwieweit er dann Mensch geworden ist. Nämlich als Mensch wird man nicht geboren, sondern Mensch wird man erst. Und Menschen werden wir dadurch, dass wir, können Sie nachlesen, bei Lukas 17,
wie wir mit unseren Talenten umgehen. Wie weit uns gelingt, aus unseren Talenten Fähigkeiten zu machen und uns sozusagen entwicklungswillig und entwicklungsfähig dann als Menschen zu entwickeln. Und es richtet sich nicht danach, was wir für uns tun, sondern was wir für andere tun. Und je besser wir das können, desto besser geht es uns. Also rosige Zukunftsaussichten. Allenthalben. Wenn es uns gelingt, initiativweckende Rahmenbedingungen zu schaffen. Und damit möchte ich gleich dem immer wieder aufkommenden Gegenargument kommen und sagen, ja, dann tun die ja gar nichts mehr, wenn die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Und meine Erfahrung will ich Ihnen gleich sagen, nur dass nachher nicht jemand in die Verlegenheit kommt, diese Frage zu stellen, die haben wir damit schon abgewürgt. Ne? Ich frage dann immer dagegen, also falls Sie nachher sich melden und das sagen, sage ich dann, ja, wie, und da kommen dann und sagen, ja, dann macht ja keiner mehr was. Ja, und, was machen Sie dann? Naja, ich würde ja arbeiten. Ne? Und da möchte ich gleich auf ein ganz prekäres gesellschaftliches Problem hinweisen. Anwesende wieder ausgenommen, ausnahmslos. Dass wir zwei Menschenbilder in uns haben. Also Sie nicht, aber Ihre Mitmenschen haben zwei Menschenbilder. Das eine ist das Menschenbild, was wir auf uns beziehen. Ich nenne das mal, das ist sozusagen das Spirituelle. Ne? Ich weiß, auf was es ankommt und so. Und das andere ist das Menschenbild, was wir unseren Mitmenschen haben. So, ich muss sagen, das ist ein materialistisches. Ne? Können Sie auch in der Literatur nachlesen. Der Mensch ist ein determiniertes Reizreaktionswesen. Das will keiner auf sich selbst gelten lassen. Ne? Also hebt mal die Hand her, wer meint, dass er so jemand ist. Meldet sich nie jemand. Sind Sie reizreaktionsdeterminiert? Also er braucht Sozialhilfe. Die Hilfe seiner Umgebung, aber Sie sind eingerahmt von zwei netten Damen. Die werden für Sie sorgen. Aber den anderen, den Mitmenschen unterstellen wir das. Interessanterweise. Und zwar, denken Sie dran, dieser wunderschöne Spruch, der Lenin zugeschrieben wurde immer, ob er ihn gesagt hat, ist nicht so ganz sicher. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Den kennt jeder. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist, aber so kennen die Menschen. Ne? Gibt einen viel schöneren Spruch, der ist von Freiherr vom Stein, preußischer Reformator, dem wir die kommunale Selbstverwaltung übrigens verdanken. Große Errungenschaft des deutschen Staatswesens. Der sagte, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und da werden Sie sofort feststellen, da steckt ein ganz anderes Menschenbild dahinter. Also, das, was Sie sich zubilligen, sollten Sie auch Ihren Mitmenschen zubilligen. Auch auf die Gefahr hin, dass der das ganz anders macht. Die Gefahr muss man eingehen. Aber wenn wir wirklich im schillerschen Sinne das Freiheitsziel vor uns haben, also ich bin immer noch auf dem Gedankengang initiativweckender Rahmenbedingungen. Und die kommen nicht vom Sozialamt, sondern aus dem Kopf. Ne? Also, wenn wir das im den Freiheitsidee im schillerschen Sinne in uns haben, dann müssen wir uns so fragen, wie können wir Verhältnisse schaffen, dass die Menschen Freiheit in Anspruch nehmen können. Die kann man ja nur selbst in Anspruch nehmen. Also was wir gesellschaftlich machen können, wir können Freiraum schaffen. Inwieweit es dem einen oder anderen dann gelingt, daraus für sich eine Freiheit zu gestalten, das muss ich rausstellen. Das ist eine eigene Sache. Also es gibt wunderschöne Bücher, da können Sie lesen bei, wie heißt der? Jacques Lusseron zum Beispiel, ne? Das wiedergefundene Licht. Da gibt es also viele Dinge. Nicht der Fromme, das war noch ein anderer, ist ja nicht so wichtig. Also wir können unseren Mitmenschen Freiraum gewähren.